So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Special, was sich so ergeben hat bei MyTest. Und zwar erstmal hallo. Es gab's mittlerweile bei MyTest ein paar Neuerungen. Ne? Ich gucke ja auch so ein bisschen immer, was so die aktuelle Entwicklung ist bei MyTest. Ich habe ja auch die Git-Version von MyTest auch. Ich gehe mal ganz kurz hier so bam. So. Hier so die aktuelle Git-Version, die ich on the fly kompiliere und dann immer aktuell von Git halt aktualisiere. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, egal. Und ja, eine der neuesten Änderungen ist, wie der Videotitel bereits vielleicht schon vermuten lässt, ein kleiner Menüpunkt, der relativ unscheinbar ist, aber große Auswirkungen hat. So, und zwar, wenn man die Einstellungen ist, Dynamic Shadows. Ja, MyTest versucht sich an dynamische Schatten. Das ist standardmäßig deaktiviert. Ich habe es mal aktiviert. Medium ist, schätze ich mal, Standard. Das schätze ich jetzt also so. Und was das macht, ist das. Es fügt tatsächlich endlich mal dynamische Schatten hinzu, die der Sonne folgen. Ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert. Es funktioniert tatsächlich relativ gut. Man kann das Ganze noch ein bisschen hier. Nein, wir machen das mal so. So. Geht es halt ein bisschen schneller. Da sieht man auch schon. Wir haben endlich mal wunderschöne Schatten. Und ja, es wirkt ultra abgehakt. Was einfach daran liegt, dass die Arbeit mit dynamischen Shadow Maps, wer mit dem Begriff Shadow Maps überhaupt nichts anfangen kann. Es ist halt eine Technik, um halt solche Sachen ein bisschen für die CPU, für die GPU zu vereinfachen, weil es ist natürlich kein Raytracing, ne? Also Raytracing in MyTest ist noch ein bisschen früh dafür. Und Shadow Map ist quasi so eine Technik, die es schon ewig gibt, um halt so dynamische Schatten zu generieren. Ja, man sieht die Sonne und der Schatten folgt halt der Sonne. Ja, logisch, was Schatten halt so tun den ganzen Tag. Und dass es so abgestockert ist, liegt nicht daran, dass mein Rechner zu schwach ist, weil wie man sieht, ja, also ich habe schon wesentlich weniger Frames. Aber nicht so wenig, dass ich hier gerade mal so paar Frames pro Sekunde habe bei den Schatten, sondern das ist eine Einstellungssache. Standardmäßig, wenn man hier auf alle Einstellungen geht, Grafik, Spiel und dann auf Shader, ne, ist Teil der Shader. Dynamic Shadows ist die Aktualisierungsrate gerade mal 5 FPS, also 5 UPS, also Updates pro Sekunde, keine Ahnung, wie man es auch nennen möchte. Also es wird halt nur 5-mal pro Sekunde die Schatten aktualisiert. Schön, dass du mich hier voll lappst, danke dafür. Man kann das aber natürlich auch hochstellen, ne? Das heißt, jetzt muss ich mir überlegen. Das wären 60 FPS ungefähr. Wir machen einfach mal 50 FPS. Reicht vollkommen aus. Ja? Ne? Also für die, die keine Ahnung haben, wie man das berechnet. Man macht einfach, Standard ist halt eine Sekunde. Und dann sagt man halt, wenn man 5 Aktualisierungen pro Sekunde haben möchte, ne? 1 durch 5 ist die 0,2, die standardmäßig da ist. Wenn man 60 Aktualisierungen pro Sekunde haben möchte, hat man hier das, was ich gerade eingegeben habe. Und wenn man halt 50 Aktualisierungen pro Sekunde haben möchte, hat man halt diesen wunderschönen Wert 0,02. Was für uns jetzt vollkommen ausreicht. Wir erreichen, glaube ich, eh nicht 60 Bilder pro Sekunde. 30 Bilder, ein bisschen so. So, und schon ist der Schatten auch wesentlich smoother. Yay! Jetzt wirkt es schon lange nicht mehr so abgehakt.
was halt nice ist. Diese Schatten funktionieren relativ gut. Man sieht, es werden alle Objekte erkannt, auch wenn ich hier so ein bisschen so Strohzeug hinpacke. Warum ist hier Stroh? Und tatsächlich habe ich auch schon ein bisschen experimentiert, wenn ich jetzt hier so mache. Erstmal wieder ein bisschen Timespeed hier mal wieder ein bisschen runtersetzen. Ist der Katastrophe. Ja. Der lange Schatten. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir bauen können. Man sieht auch schon, je weiter wir, upsala, von den Schatten weg sind, desto ungenauer werden sie. Ist halt einfach Performance-Optimierung. Ansonsten wäre es halt einfach zu rechenintensiv für die GPU. Da hat man nur noch 3 Bilder pro Sekunde oder sowas. Aber man sieht schon, die Schatten sind relativ weitreichend. Und auch wenn man jetzt sehr, sehr hoch baut, ich habe hier World Edit, ne? Ja. Set wood. So, haben wir hier ein bisschen Holz. Machen wir hier noch so ein Totem dran. Ja, so ein Indianerpfahl. Ja. Das war zu weit. Schwuppsi, ups. Ich mache mal kurz ein bisschen meine Sichtweite runter. Oh, jetzt schon gleich wieder viel flüssiger. Ja, wie gesagt, diese dynamischen Schatten verbrauchen schon sehr viel GPU. Und da ich ja immer noch hier nur also die GPU innerhalb der CPU habe und keine dedicated Grafikkarte, macht sich das natürlich auch bemerkbar. So, jetzt machen wir mal hier die Zeit auf Mittag oder wir machen ein bisschen so ein bisschen später, so. Also 11:30. Was? Achso, ja, das. Ah, da sieht man. Sieht man. Na was? Da. Sogar diese oben, diese Struktur, die ganz weit oben ist, die wir nicht mal mehr sehen, berücksichtigt der Schatten trotzdem. Und das ist halt schon etwas, wo ich gedacht habe, so. Jetzt muss man natürlich sagen, das gilt natürlich nur für geladene Chunks. Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen und wieder reingehen und die Chunks also alle ungeladen sind, ist das hier natürlich noch nicht da. Klar. Er kann natürlich für die Schatten das berechnen, was er selber auch schon geladen hat. Ich mache mal hier die Zeit noch ein bisschen, noch ein bisschen langsamer hier. Machen wir mal. Ja, 1 Stunde ist ein Tag. Dann sind wir wieder zurück hier. Wenn wir jetzt die Chunks wieder laden, indem wir die Bereiche hier beäugen. Da haben wir schon unseren komisches Dings. Da sieht man das auch schon. Da unten der Schatten wird wieder mit berücksichtigt. Das ist halt krass. Ja, da kann man mal schon gucken, wie hochauflösend, also wie viel da quasi berücksichtigt wird. Und man sieht ja auch hier bei den Schatten, dass sogar bei den Blättern halt wirklich nicht die Blöcke als solches genommen werden, sondern wirklich auch bei Texturen, die halt Transparenz haben, wie zum Beispiel hier diese Gräser, die ja. Das war einer nur zu wenig. Ne? Hier die Gräser, die waren halt auch abgebildet als Gräser und nicht irgendwie als Flit, als flache Textur oder sowas. Das gleiche halt auch für die Bäume. Er wird jetzt wirklich geguckt, wo kommt Licht durch? Und da, wo Licht durchkommt, durch das Sichtfeld, da ist auch Licht im Schatten. Und das ist halt schon krass geil. Finde ich geil. Ist relativ, wie gesagt, diese ganze Technik ist relativ neu. Und ich bin echt gespannt. Also das ist ja jetzt die MyTest 5.5.0 Dev-Version. Ne? Und ich bin mal gespannt, ob sich da bis zum Release von 5.5.0 noch ein bisschen was tun wird. Zum einen auch was die Performance angeht, weil wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade mal noch 30 Bilder pro Sekunde. Das ist schon nicht mehr, ne? Bei einer Sichtweite von 100 ist das schon beachtlich, dieser Impact auf die Performance. Können wir natürlich mal gucken, wenn wir hier
bis runter gehen. Ja, wir machen mal low. Ah, get it low. Aha, da haben wir schon 50 Bilder pro Sekunde. Also fast das Doppelte. Wie viel hatten wir? 30? Wir hatten 30, ne? Ja. Und jetzt muss man halt überlegen, wie detailreich sollen die Schatten sein. Man sieht jetzt auch schon, bei Low ist ja, sind die Schatten wesentlich geringer aufgelöst. Was einfach daran liegt, dass die Shadow Map von der Auflösung her, glaube ich, abnimmt. Also die Shadow Map ist ja eine, ist ja eine. Naja, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber diese Schatten werden auf einer großen Textur abgebildet. Und diese Textur wird dann quasi einfach drüber gelegt. Und die Auflösung dieser Textur, auf denen die Schatten abgebildet werden, die ist halt variabel logischerweise, ne? Die kann man halt so groß wählen, wie man möchte. Und was man halt hiermit unter anderem macht, mit dieser Einstellung, ist halt festlegen, wie groß diese Größe sein soll, dieser Textur. Und da sieht man natürlich, je geringer die Auflösung ist, logisch, desto geringer ist auch die Auflösung, die man hier sieht. Klar, das eine führt zum anderen. Das sieht man hier auch gerade bei diesen Kanten, die so ein bisschen schräg sind, richtig diese Treppeneffekte wieder. Ne? Hier so. Diese guten alten deutschen Treppen. Wir können mal ganz kurz gucken, wie es auf Ultra High aussieht. Haben wir jetzt gerade hier noch so 3 Bilder pro Sekunde. Ah, 20, 19. Oh, ja. 17, 16, 15. Uiuiuiui. Aber man sieht jetzt schon, naja, so viel Unterschied macht es gar nicht. Ich meine, man sieht schon, dass die Schatten gefühlt besser aussehen. Aber ich glaube mal nicht so viel, dass es die Frame-Einbrüche rechtfertigt. Also ich glaube mal, für normale Leute reicht das mit dem Low aus. Wir können mal probieren hier mit Very Low, wie das denn ungefähr so aussieht. Ja? Oh, okay, da hast du schon echt extreme Treppen. Da hast du ja, ist ja Sägezahntechnik, kann sich ja dran schneiden hier. Ich habe einen voll scharfen Schatten, ey. Ja, das sieht ja nice aus. Aber dafür haben wir auch nur 50 Bilder pro Sekunde, nicht mal 40 Bilder pro Sekunde, weniger als mit Low. Interessant, sehr interessant. Ja, also ich muss mal wieder sagen, also Low ist so scheinbar so der Sweet Point für die meisten, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Klar, die Leute, die natürlich einen ordentlichen Prozessor und eine ordentliche eigenständige Grafikkarte haben. Vor allen Dingen halt eigenständige Grafikkarte und nicht so wie ich hier so eine APU. Für die können natürlich dann auch locker mit Medium spielen oder mit High vielleicht. Very High ist vielleicht very overpowered, aber gut. Ja, auf jeden Fall krass geil. Es wird leider nur die Sonne berücksichtigt. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt mal hier sagen Nacht. Das ist jetzt genau falsch rum. Das, ja gut, okay. Also eine Null reicht natürlich aus. So haben wir hier mal ein paar Fireflies. Die spawnen noch nachts immer. Wo sind denn die? Wenn man sie mal braucht. Da hinten ist einer. So, hier ist ein Firefly. Und wenn man jetzt den Block hinsetzt, sieht man. Hier hat man zwar immer noch den Schatten, den die Fireflies auch früher hatten. Also Quatsch, das Licht, was die Fireflies früher hatten. Aber du siehst halt keine Schatten um den Block drumherum. Das heißt, die werden nicht berücksichtigt. Und bei Fackeln, ne, auch nicht. Da siehst du halt auch keinen Schatten drumherum. Es ist also wirklich nur die Sonne, die dabei berücksichtigt wird. Was halt schon optisch halt geil ist, aber es geht auch anders, sag ich jetzt mal. Ich habe es auch schon im Forum geschrieben gehabt. Und wer weiß, wie gesagt, ne? Ist ganz frisch dieses Feature und es ist auch immer noch nur die Dev-Version. Das heißt, bis zum Release ist ja noch ein bisschen hin, schätze ich einfach mal. Weiß nicht, vielleicht wird auch jetzt rein zufällig, wenn ich das Video aufnehme, das Release schon gedroppt oder sowas, kann ja passieren. Aber wie gesagt, ich schätze mal, lassen sich da noch ein bisschen Zeit mit dem Feature.
Ich dachte nicht mal Kackstift, ey. Ja, und wer weiß vielleicht, was ich dann noch so tun wird bis zum Release. Ne? Weil klar, im Forum sind natürlich die ersten schon laut geworden. Ich ja, wie gesagt, auch. Die sich auch wünschen, dass so, wie haben die es genannt? Nicht natürliche Lichtquellen, also halt nicht die Sonne, berücksichtigt werden, sondern alle Lichtquellen, so wie halt Fackeln und auch die Fireflies, habe ich dann geschrieben im Forum. Vielleicht wird das ja noch bis zum Release hinzugefügt. Wenn ja, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Feed-Video machen. Und sobald Version 5.5 draußen ist, mit dem Feature, werden wir das natürlich auch im Let's Play benutzen, ganz klar. Was vielleicht noch auffällt, sieht man es. Die Blätter bewegen sich, der Schatten nicht. Ja, ist jetzt, ne, liegt einfach daran, dass dieses Bewegen der Blätter erfolgt ja erst im Nachhinein. Ja, das ist ja nicht, dass sich die Blöcke in der Welt bewegen, sondern es ist ja ein Shader, der quasi die Rendering Pipeline beeinflusst. Und dementsprechend ist das natürlich nur etwas, was halt grafisch vorhanden ist. Man sieht ja auch, die Hitbox der Box bewegt sich dabei nicht, sondern wirklich nur die Textur. Und dementsprechend ist das natürlich auch für die Schatten uninteressant, dass sich die Blätter bewegen und der Schatten bleibt dabei einfach still. Ja, jetzt muss man überlegen, ob einem das so gefällt oder ob man sagt, dann schalte ich halt die wehenden Blätter aus. Ich meine, ich persönlich habe in meinem normalen Mindtest-Bild, also die klassische Release-Version, habe ich ja auch keine Shader aktiviert, keine wehenden Blätter, keine wehendes Wasser oder ähnliches. Jetzt ist ja hier nur in der Git-Version zum Rumtesten, hier habe ich halt alles aktiviert, hier habe ich auch diese Wasserwellen aktiviert. Halt, weil ich hier halt ein bisschen rumspielen möchte. Ah, da hinten sieht man schon, ja. Ein paar unschöne Artefakte gibt es schon noch, wenn die Auflösung zu niedrig ist. Aber im Chrom und Ganzen ist es halt schon geil. Und man sieht auch schon, wenn man hier jetzt auf 6 Uhr geht, tada, man sieht hier halt den Schatten von dem Ding, was halt gerade bei großen Landflächen halt für sehr geile Effekte sorgt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Morgendämmerung macht, bam. Und dann von der Zeit, mal, sagen wir mal so ein bisschen so, ja komm, bleiben wir mal bei 72. Kann man hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Sonnenaufgang genießen und hat auch so richtig schön bei Strukturen diese Schatteneffekte. Das ist schon geil. Ist schon. Macht schon viele schöne Effekte. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal ein Gebirge in der Nähe haben. Ja, hier zum Beispiel, ne? Wie sich so die Schatten bewegen. Ist schon nicht schlecht. Und, na, auch unser Schatten ist komplett animiert. Der ist sogar unabhängig von der eingestellten Aktualisierungsrate. Ja, das heißt, selbst wenn man die Aktualisierungsrate auf 0,2 stellt, also 5 Aktualisierungen pro Sekunde, ist unser Schatten immer in der Framerate, die der Bildschirm hat. Ja, kann ich auch hier nochmal zeigen. Einstellungen, Grafik, Spiel, Shader, Dynamic Shadows. Shadow of the Tomb Raider. So, 0,2. Ja, Spiel starten. Tada. Ja, die Schatten stockern, aber unser Schatten nicht. Das heißt, ne, das, was sich am meisten bewegt, wir, haben halt keinen Stocker-Effekt. Sonst, ey, wenn ich halt unser Schatten beim Bewegen auch nur alle 5 Bilder pro Sekunde bewegen würde, also so extrem stockern würde, das würde ja schon hart auffallen. Weil man muss das dazu sagen, ne, diese 5 Bilder pro Sekunde ist ja bei Timespeed 72, ne, schon ein bisschen hart. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so spielt, wie ich gerne spiele, dass ich zum Beispiel halt wirklich mit 24 arbeite. Ja. Dann bewegt sich die Sonne halt auch so langsam, dass 5 Bilder pro Sekunde halt, gut, okay, also 5 Bilder pro Sekunde ist wirklich noch ein bisschen sehr langsam. Ich persönlich habe beim Test auf 10 gestellt, also auf 0,1. Als ich da ein bisschen rumgespielt habe mit, dann kann man hier auch auf 0,1 stellen. Haben wir 10 Aktualisierungen pro Sekunde.
Und das reicht so schon vollkommen aus. Ja. Das kann so den normalen langsamen Verlauf komplett abbilden. Von daher, also klar, wenn man jetzt mit sehr hohen Sonnengeschwindigkeiten spielt, halt wie gesagt so 72 oder sowas, was ja die Standardeinstellung ist, ne, dann ist vielleicht auch noch 10 Bilder pro Sekunde ein bisschen sehr langsam. Da sieht man dann auch, naja, muss jeder selbst entscheiden. Also mir würde selbst das ausreichen, muss ich sagen. Ich meine, man sieht jetzt schon ein leichtes Stockern, ne, aber würde für mich auch vollkommen ausreichen. Man muss halt überlegen, was halt der Sweet Spot für einen ist. Ne? Wenn man sagt, okay, nee, auch das ist mir zu heftig, man muss ja nicht gleich auf 50 Aktualisierungen pro Sekunde gehen. Ne? Man kann ja auch zum Beispiel sagen, okay, komm, weiß nicht, klassische Filme werden mit 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Was mache ich hier gerade da? Das heißt, man kann auch so um die 20 Updates pro Sekunde machen, sollte auch noch gut aussehen, das wäre dann 0,05. Ah, bumm. Dann hat man schon extrem fließende Schatten, auch bei hohen Sonnengeschwindigkeiten. Yay! Ich schätze mal, damit sollte dann jeder zufrieden sein. Und klar, wer natürlich seinen Rechner ein bisschen herausfordern möchte, der kann natürlich auch auf 60 Aktualisierungen pro Sekunde gehen oder auf 50 oder sowas. Aber ich finde das schon wieder extrem übertrieben, weil das bringt einem halt keine Vorteile im klassischen Spielen. Weil, wie gesagt, das Einzige, was sich halt in der Regel schnell bewegt, ist man selber. Und man selber hat immer die volle Geschwindigkeit. Und die Umgebung ändert sich nicht 50 Mal pro Sekunde. Also, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Meine Empfehlung ist halt, das auf 10 Updates pro Sekunde zu ändern. Und hier halt entweder Medium, wenn man einen guten Rechner hat, oder Low, wenn man einen nicht so guten Rechner hat, weil man zum Beispiel eine APU hat, so wie ich derzeit. Genau. So, ich mache das mal wieder auf meine Einstellungen. Grafik, Spiel, Shader, wenige Blätter. Dann machen wir mal hier wieder auf 1. Also 0,1. So, und was man noch einstellen kann, ist bei Mindtest ist ja die Sonne normalerweise immer über einem. Ne? Das heißt, wie nennt man das? Hier bin ich falsch, da will ich hin. Also das. Die Bahn der Sonne, also da, wo die Sonne halt lang geht, verläuft halt. So, ich habe jetzt hier noch. So. Beziehungsweise kann man es doch so lassen. Gehen wir mal mit der Zeit hier wieder ein bisschen zurück. Ne, die Sonne geht ja normalerweise immer über einem drüber. Ungefähr so. Und mit dieser Shader-Mod kann man das verhindern, indem man die Achse, die Sonne quasi geht, neigen kann. Ne? Das ist dann Grafik, Spiel, Shader, Dynamic Shadows. Das hier. Sky Body Orbit Tilt. Und den kann man halt auf maximal 60 stellen, wobei ich nicht genau weiß, was dieser Wert bedeuten soll, weil es ist auf jeden Fall nicht Degrees. Ne? Das nicht. Also keine Grad. Und wenn man das hier wirklich auf 60 stellt, dann ist die Sonne nicht mal zu 45 Grad geneigt. Also da ist scheinbar noch ein bisschen Nachholbedarf. Wahrscheinlich kann man es deswegen auch noch nicht hier direkt einstellen, sondern nur über alle Einstellungen. Ja, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, das Ganze ist noch extrem early in the Alpha State. Ja, wie sieht man hier schon, die Sonne ist da hinten. Und wenn man jetzt hier oben mal raufguckt, da auf diesen Pitch-Wert, die sieht man ja, wie stark man geneigt ist. Und das ist halt weit von 60 Grad entfernt. Das ist halt so ziemlich genau 45. Wobei muss ich überlegen, warte mal ganz kurz, wenn man 50 hat, ist ja für 90, ja, sind gerade mal 40 Grad. Also mit 60 wäre dann ungefähr so, das wären 60 Grad. Ja? Dafür ist so weit entfernt. Also das haut noch nicht ganz so hin. Und die Schatten als solches hauen auch nicht ganz so hin. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich baue mal hier so ein kleines Ding hin. Machen wir hier nochmal so. Und dann fällt einem vielleicht auf, wenn man ein gutes Auge dafür hat, dass die Schatten jetzt nicht mehr genau der Sonne folgen. Kann man jetzt kurz hier hingehen.
So. Normalerweise müsste ich jetzt, wenn ich hier. Oh Gott, ich mache mal kurz die Zeit ein bisschen langsamer, damit man es hier auch mal ein bisschen. So, machen wir 7, so ganz langsam. Hallo? Danke. So, normalerweise, wenn ich jetzt hier mit dem Auge so stehe, müsste ich am Ende des Schattens sein. Aber wie man sieht, ist der Ende des Schattens da hinten. Das heißt, die Sonne wird ganz anders berechnet, als sie eigentlich gerade ist. Ne? Und wenn ich so den Schatten betrachte, wenn ich jetzt hier so hingehe, also zum Ende des Schattens, so, und mir das Ding hier angucke, dann sieht man auch oben Pitch 30. Das heißt, die Sonne ist tatsächlich bei 60 Grad. Das heißt, die Sonne wäre jetzt da. Sie wird aber da oben dargestellt. Und das ist halt doch so ein bisschen so nicht ganz richtig. Das muss noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen überarbeitet werden. Ist aber halt auch wirklich nur, wenn man diesen Pitch aktiviert. Wenn man den nicht aktiviert, also ich jetzt zum Beispiel hier wieder auf Shader, dynamische Schatten und das Ding hier wieder auf 0 setze. Hier ist Sonne wieder ganz oben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf, was machen wir denn? 18, nee, machen wir 15 hier. Eine 0 vergessen. Okay, jetzt vielleicht noch ein bisschen heftig. Machen wir mal ein bisschen 17. Ja, das ist gut. So, wenn ich jetzt hier wieder hingehe, so ne, auf einer Höhe mit dem Schatten, bam, dann sehe ich die Sonne auch wieder genau da, wo sie sein muss. Also, das ist dann wieder richtig. Ja, das heißt, solange wie man dieses Tilt nicht deaktiviert, diese Neigung halt nicht aktiviert, ist alles paletti. Die Neigung selber, die funktioniert aber noch nicht so gut. Ja, okay, das war dann auch alles, was ich da hier soweit zeigen wollte. Und wir werden sehen, wie sich dieses Feature in Zukunft noch entwickelt. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt und freue mich schon. Extrem. Okay, ansonsten würde ich dann sorgen, das soll es auch damit gewesen sein mit der Folge. Es war jetzt doch fast eine halbe Stunde, ey, ich wollte gar nicht so viel aufnehmen. Aber gut, ich meine, jetzt gerade ist es, man sieht hier, ne, also nee, ihr seht gerade nicht. Da, früh am Morgen, da geht zum Glück von der Wärme noch. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, mal gucken, ob ich noch ein paar andere Folgen hochlade. Mal gucken, vielleicht werde ich mal ein bisschen. Ah, doch, doch. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen so ein Hack-Client-Video machen. Da habe ich auch ein bisschen was in letzter Zeit was Schönes entdeckt. Aber das sieht man denn, das sieht man dann in der nächsten Folge vielleicht, wenn ich es mache. Von daher, bis dann.